Einen künstlerischen Neuanfang nahm weithin hörbar mit laut pochendem Herzen das Schauspielhaus. Leander Hausmann gab am 26. Oktober seinen Einstand als Intendant und Regisseur. Vor erwartungsfroh gestimmtem Premierenpublikum, darunter rund 200 professionelle Kritiker aus allen Winkeln der Republik, eröffnete Hausmann seine erste Spielzeit in Bochum mit Anton Tschechows Jugenddrama Die Vaterlosen. Also wieso bist du immer dann nicht mehr geistreich vornehm und du selbst, wenn ich bei dir bin? In meiner Gegenwart benimmst du dich wie ein Monstrum. Kein freundlicher Blick, kein zärtliches Wort, kein einziges Wort der Liebe. Oh, ich komme zu dir, du riechst nach Alkohol, bist liederlich gekleidet. Die überwiegend begeistert aufgenommene Inszenierung macht es weder dem Publikum noch den Schauspielern leicht. Schon physisch nicht, denn sie geht an zwei Abenden über insgesamt 9 Stunden. Hier eine Kostprobe. Das Lied ist so alt, das habe ich schon 100 Mal gehört. Wir werden ihn und er wird uns vergessen. Den Rest hat eh nicht viel Zeit. Ich schreibe ihm und Sascha einen Brief. Sollen Sie noch ein bisschen weinen, die werden schon vergeben und vergessen. Ach, lebt wohl, mein Mietzentral, lebt alle wohl. Sascha, die Generalin. Heute gehöre ich noch euch. Aber morgen